Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video zum LS Tuners DLC. Denn in diesem Video zeige ich euch alle neuen Fahrzeuge, die in diesem DLC heute rausgekommen sind. An der Stückzahl 10 Stück. Und zwar haben wir dabei 2 Limousinen, 7 Sportwagen und ein Muscle Car. Aber Leute, am Ende des Videos zeige ich euch doch noch, wie ihr diese Fahrzeuge zum Drift-Autos umtunen könnt. Das ist richtig geil, ihr könnt wirklich in GTA driften, das ist einfach hammergeil. Aber bevor wir mit dem Video starten, möchte ich jetzt mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr alle krassen Informationen in GTA Online. Und das wäre, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber gut Leute, ich würde sagen, gehen wir doch mal direkt los. Was haben mich denn die 10 Fahrzeuge plus Tuning gekostet? Und Leute, hier sage ich tatsächlich nur die Fahrzeuge im Einkaufspreis und Tuning. Also Leute, in meinem Fall haben die ganzen 10 Fahrzeuge insgesamt plus Tuning 23 Millionen GTA-Dollar gekostet. Aber hier muss man auch betonen, Leute, dass ich nicht alle Tuning-Teile freigeschaltet habe, zum Beispiel die Felgen. Und beim Einkaufspreis habe ich natürlich auch noch nicht vergünstigt, da ich noch keine Mission gespielt habe. Ich habe die Fahrzeuge in einem privaten Werkstatt getuned, die man jetzt kaufen kann, aber der Preis von der Werkstatt ist hier nicht mit einberechnet. Also ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal direkt an mit dem Tuning der Fahrzeuge. Also wir hören uns später wieder.
We'll be right back.
Leute, das waren jetzt die 10 Fahrzeuge mal aufgetuned. Da sind schon ein paar Highlights dabei, aber manche Fahrzeuge denke ich auch so, ja gut, krass ist es jetzt eher weniger. Aber Leute, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, welches Fahrzeug euch am besten gefallen hat und welches ihr euch am meisten drauf freut. Aber ich habe am Anfang des Videos ja schon gesagt, dass ihr die Fahrzeuge zu Driftfahrzeuge umtunen könnt. Und tatsächlich, Leute, kann man das machen. Aber nicht in einer Tuning-Garage, so wie hier. Nein, ihr müsst tatsächlich zu LS Carmeet hinfahren und dort umtunen. Und deswegen ist diese Tuning-Garage eigentlich ehrlich gesagt ziemlich useless in diesem Sinne, wenn man nur tunen möchte, weil man es bei LS Carmeet auch alles machen kann und sogar theoretisch mehr. Denn wenn wir jetzt dahin fahren mit einem Fahrzeug aus dem DLC, bei mir ist es jetzt der Jester RR, können wir jetzt bei der Reifenkategorie, gehen wir nochmal auf Reifen und dann Reifenverbesserung, können wir dort auswählen, dass er weniger Grip hat, damit zum Drift-Auto umtunen. Und Leute, das funktioniert tatsächlich ziemlich gut, denn wir sind jetzt auf der Teststrecke und das Fahrzeug driftet einfach hin und her. Und Leute, hier muss man auch noch betonen, dass es nicht dieses Rockstar-Driften ist, nein, sondern das ist tatsächlich neues Drifting, was Rockstar hier hinzugefügt hat. Und Leute, ich sag ehrlich, das ist richtig geil. Das haben sich viele Leute gewünscht, ich tatsächlich auch und bin sehr gehypt drauf. Und ja Leute, ich gebe zu, ich muss noch üben zu driften, aber irgendwann funktioniert es auch noch. Aber gut Leute, das waren jetzt die 10 Fahrzeuge plus Tuning plus Drifting. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich übelst freuen, einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Aber ihr Leute, ich bin mal raus. Euer Wombat. Ciao.